So, jetzt sind wir draußen. Drei Videos vom Museum, Naturhistorischen Museum Basel. Da unten ist das Rathaus, Marktplatz, Schifflände. Und wir gehen jetzt kurz zum Basler Münster und ein bisschen an den Rhein. Ja, waren wieder nach ein paar Jahren, ungefähr 7 Jahren, wieder sehr interessant. Ich konnte gar nicht so viel reden. Es waren immer wieder so Vorführungen und ja, war sehr belebt, das Museum. Sehr viele Leute. Ja, okay, nicht überall, aber immer wieder. So, mal wieder ein bisschen sein. Ja. Meistens so, dass man mich besser sieht. Ja, ich bin jetzt jeden Tag immer wieder sehr weit gereist. Und ja, mein PC ist ja momentan kaputt. Und ja, ich werde weiterhin, nicht jeden Tag, aber öfters, einfach Ausflüge machen, und ihr dürft natürlich jederzeit wünschen, wo ich hin soll. Natürlich nicht jeden Tag irgendwo mehr als 100 Kilometer oder so, aber auf Hügel, Berge, an Flüssen, in Wälder, irgendwo, wo es eben menschliche Zivilisation gibt. Gibt es halt auch sehr selten, langsam. Nein, gibt immer weniger Natur. Ich bin halt so ein bisschen der Naturreisende, aber ich kann jederzeit zum Museum zeigen, Museen oder Sehenswürdigkeiten, Hochhäuser oder so. Da muss ich halt immer fragen, bis ich reinkomme. Jetzt müssen wir in die Richtung. Ich kann jetzt noch mal kurz wechseln. Da gehen wir nachher noch kurz hin, also ein bisschen weiter in die Richtung. Dass ihr das Münster auch sieht, ist in einem gotischen Rotstein gebaut. Also die Architektur ist gotisch und der Stein, der ist aus einem relativ brüchigen Stein. Also das Münster muss leider manchmal ein bisschen renoviert werden. Jetzt momentan sind andere Kirchen auch in Basel am renoviert werden. Weil alles so aus dem späten Mittelalter und Renaissance sind. Diese alten Gebäude. Ja, wer meine Vlogs bei Instagram und Facebook kennt, also Vlogs, ja, sorry, Bilder kennt und so, eher, der weiß, der sieht auch viele Gebäude in Basel, hier auch zum Beispiel zwei. Das ist der Clara-Turm und der Messeturm. Und das ist der Rhein. Sehr berühmt die mittlere Rheinbrücke. Da ist der Vogel Greif, der wilde Mann. Und jetzt muss ich kurz nachdenken. Der Lellenkönig. Also einer der Lellenkönig tut, glaube ich, dort bei diesem braunen Haus die Zunge rausstrecken. Als ja, so ein Wappen, so ein eine Figur und irgendwie der Vogelstrauß, der wilde Mann, so genau weiß ich nicht, das dürfte gerne nachschlagen, Vogelgreif, genau, einfach, der ist irgendwo in der Mitte, was glaube ich Brunnen oder sonst irgendwas, Statue, und links ist dann der wilde Mann wahrscheinlich, ja. Sieht man jetzt von hier nicht mehr. Das ist Novartis und das ist Roche, Pharmastadt Basel. Und das ist die Wettsteinbrücke hier. Und bekannt sind die Fähren. Das sind zwei Fähren, die über den Rhein führen, an einer Schnur.
an einem Seil befestigt. Ja, das ist Kleinbasel, das ist einfach der nördliche Teil, der ja sozusagen auf der deutschen Platte ist, also Deutschland ist hinten dran. Wahrscheinlich die Berge dort, Feldberg und Plauen, sind Deutschland, die Hügel. Und hier ist die Schweiz, also feste Schweizer Boden, wenn man den Rhein als Grenze würde sehen oder so. Aber in Basel ist natürlich hier auch auf der anderen Seite noch die Schweiz. Aber wenn man jetzt eigentlich den Rhein nach oben geht, es fließt ja nach unten, man sieht es jetzt nicht so genau, aber es fließt in die Richtung, ist eigentlich die Grenze der Rhein. Also da vorne, nicht den blaugrauen Berg da hinten, sondern der dunklere, also der rechte von den dunkleren Bergen, ist noch die Schweiz und die grauen sind wahrscheinlich dann schon Deutschland. Also mal ein bisschen zu. Ja. Ja, das war schlimm. Hier haben wir auch noch ein paar Hochhäuser. Und hier ist ja das Münster. Münsterhügel. Ein kleiner Hügel. Ja. Und dort hinter den Häusern ist dann Frankreich. Wunderbar. Also gehen wir noch kurz zurück. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas noch ist, aber da müsste man von vorne hingehen. Also das Basler Münster ist sozusagen der Kölner Dom der Schweiz. Es gibt noch das Großmünster natürlich in Zürich und noch andere ähnliche große Kirchen. Ja, das Goetheanum gibt es ja auch noch, das ist von den Anthroposophen. Ich kann es nicht sagen. Anthroposophen, genau. Und ja, ist natürlich auch so eine Art Dom. Dann gibt es noch einen Berg, der Dom heißt. Da möchte ich gerne mal hin, aber hoch kann ich wahrscheinlich nicht. Ist aber in der Nähe vom Matterhorn. Lieber aufs Matterhorn gehen und runterstürzen. Lieber nicht. Aber das Matterhorn ist natürlich einer der schwierigsten besteigenden Berge der Welt. Ich bin leider kein Bergsteiger. Das ist noch ein bisschen zu groß. Sehr viele Touristen, man hört immer wieder Hochdeutsch, Englisch, Französisch, Spanisch. Ist natürlich auch eine beliebte Stadt. Wunderbar. Also hoch könnte ich dann auch irgendwann mal gehen, wenn ihr wollt. Aber heute ist nicht die Zeit dafür. Ich muss leider wieder zurückgehen. So, gut. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Dankeschön. Und ja, bis demnächst. Tschüss.